Jo Leute, da sind wir wieder zu einem neuen Video und heute geht es wieder um Schrauberei. Wir hatten ja jetzt schon mal ein paar andere verrückte Sachen getan, sage ich jetzt mal. Also, wir haben hier ein N57D30C. Das Aggregat stammt aus einem X5 F15. Der befindet sich da hinten auf der Bühne, brauchen wir jetzt nicht unbedingt filmen. Seht ihr später noch, wenn wir wieder einbauen. Also, haben wir schon mal ausgebaut. Der Kunde hat uns beauftragt, den Motor einmal zu überholen. Aus dem Grund, das weiß ich selber nicht. Nein, Spaß. Also er hatte die Vermutung, dass er einen Injektorschaden hatte und der deswegen auch hochgedreht hat und ist wohl liegen geblieben. Hat wohl jetzt Lagerschaden, Kolben verbrannt oder wie auch immer. Also irgendwas hat BMW wohl diagnostiziert. Dann haben wir im Endeffekt im Nachhinein rausgefunden, das Auto stand gar nicht bei BMW, sondern das stand bei einer Werkstatt an der Schweizer Grenze auch. Jetzt nicht durcheinander kommen mit diesem Auto, was wir da geholt haben. Anderes Auto, das Auto kommt eigentlich ursprünglich auch aus der Schweiz. Die haben uns angerufen und haben gesagt, wir müssen dem Kunden auf jeden Fall sagen, dass die Turbolader kaputt sind oder beziehungsweise wir sollen uns das auf jeden Fall angucken. So, das dazu kann man auf jeden Fall schon mal sehen, dass sie hier totaler Ölmock drin ist. Also ich kann mal hier so ein bisschen rausscheffeln, wie man das sehen kann. Hier ist richtig viel Ölkruste und Kohle und so drin. Ne? Jetzt wird der eine oder andere sagen, das könnte bei diesem Motor natürlich normal sein, aber wir haben auch hier in der Auslassseite, also im Abgasturbinenrad vom Turbolader, ist natürlich auch alles voller Öl. Ich hole mal eine Lampe. Also hier kann man ja auch sehen, dass hier alles voller Öl ist. Also der wird hier auf jeden Fall einen Turboschaden gehabt haben. Daher habe ich dem Kunden direkt gesagt, wir müssen da auf jeden Fall neue Turbos einbauen. Ladeluftkühler etc. und so ein Kram muss natürlich auch neu. Das haben wir jetzt alles schon bestellt. Injektoren sind auch neu, die hat der Kunde uns schon angeliefert. Wie gesagt, die sind ja schon ausgebaut hier. Also Injektoren sind schon raus, Ansaugrohre sind schon ab. Injektoren sind neu gekommen, die hat der Kunde uns schon zugeschickt. Turbolader sind da hinten im Karton, die hat er uns auch schon geschickt. Da hat er wohl jetzt Gebrauchte gefunden. Wie gesagt, solange er die selber besorgt, soll das im Endeffekt jetzt nicht mein Problem sein. Wenn ich die jetzt auspacke und diesen Schrott, dann werde ich dir das sagen. Und dann können wir die natürlich nicht einbauen. So, das heißt, ich werde den Motor jetzt erstmal mit Anbauteilen abrüsten, dass wir erstmal gucken oder versuchen, den Motor zu finden. Das ist natürlich hier alles sehr, sehr umfangreich zusammengebaut, aber eigentlich ist es ganz easy. Sag mal, die Unterdruckgeschichte, die brauchen wir eigentlich auch nur an zwei Schläuchen zum Beispiel abnehmen und dann kann diese ganze Unterdruckgeschichte an dem Lader bleiben. Das ganze Turbo-Gedöns hier kann man hier auch noch mal kurz zeigen. Der ganze Kladderadatsch hier kommt natürlich alles in einer Einheit ab, wenn das möglich sein sollte. Das muss ich mir gleich mal angucken. Das heißt, wir haben hier einmal den großen Turbolader und dann haben wir hier zweimal kleine sitzen. Das heißt, wir sprechen jetzt hier um einen Motor, der mit drei Turboladern angetrieben wird. Das hat natürlich den Sinn, dass der am Ende des Tages kein Turboloch haben soll. Das heißt, der Motor zieht in einem einmal schön durch. Durch diese Bypassklappen, die der halt überall hat, würden halt hier irgendwelche Rohre zugemacht und wieder aufgemacht. So, das heißt, dann werden die unterschiedlich angetaktet und angesteuert, dass der beim Fahren stufenlos schalten kann, also Turbolader stufenlos zuschalten kann und wir im Endeffekt jetzt kein Turboloch spüren. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich habe den gleichen Motor nämlich auch in meinem Auto. Der hat jetzt hier 110.000 Kilometer gelaufen, meiner hat jetzt 80 gelaufen. Also ich habe natürlich jetzt nach Adam Riese noch ein bisschen Zeit, aber man kann es ja nicht wissen, was passiert. Also ich gucke schon, dass ich immer ein bisschen Piano fahre, also ich baller den jetzt auch nicht so extrem. Klar fahre ich jetzt auch ab und zu mit Anhänger, aber mache jetzt auch aller 15.000 Kilometer Ölwechsel. Ich finde das eigentlich ganz wichtig. Nur wie gesagt, klar, so ein Turbo, wenn der hochgeht oder in den Injektorschaden, das kannst du natürlich nicht voraussehen. Das ist einfach so, ne? Wenn es passiert, dann passiert es halt. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, ich positioniere die Kamera wieder, lasse das Video einfach wieder mitlaufen, dann könnt ihr euch angucken, wie und was, wo ungefähr ein paar Schrauben sitzen, was ich alles abbaue. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Kladderadatsch hier alles auseinander habe. In dem Sinne, sag ich mal, bis gleich!
So, also wie ihr gesehen habt, Ambo-Teile sind soweit ab. Krümmer stand an einem Röhrchen, an einem Auslass, an einem Einlass. Krümmer stand voll Öl. Können wir mal kurz hier nochmal schauen. Hier kann man auch sehen in den Auslasskanälen. Auf jeden Fall ist alles voll Öl, da auch. Überall voll Öl. So, können wir hier mal kurz gucken. In den Einlasskanälen ist auch alles voll Öl. Genau. Naja. Kann man jetzt auf der Kamera wirklich schlecht erkennen. Da vielleicht mal ein bisschen rein. Bisschen weiter. Kannst du das Ventil sehen? Ja, da. Schwierig zu erkennen. Also auf jeden Fall hat der Turbo komplett Öl gezogen. Ist auch alles überall rausgelaufen, wo es nicht rauslaufen soll. Jetzt habe ich die Dinger mal hier so halb auseinandergebaut. Hier stand der Krümmer natürlich voll Öl. Da stand er voll Öl. Hier steht er voll Öl. Da, also überall Öl. Da auch. Das Turbinenrad sieht eigentlich noch soweit okay aus. Hat jetzt kein Wellenspiel. Ich denke mal nicht, dass es vom großen Lader kam. Ich denke mal, so ein kleiner Bursche war hier das Problem. Der hier ist nämlich auch total ölig. Und der dreht nämlich auch gar nicht. Der ist fest. Hier. Der ist schon mal fest. Hier ist es auch rausgelaufen, wie man sieht. Da läuft es ja sogar noch. Also der steht auch komplett voll Öl. Nur bei dem kann ich jetzt nichts sehen. Da müsste ich das Gehäuse hier abbauen. Da kann man jetzt so gar nichts erkennen. Ja, aber wie gesagt, der Kunde hat ja gebrauchte neue Lader geholt. Müssen wir mal gucken, ob die was taugen. So, nächster Step wäre, dass wir den Motor jetzt noch zerlegen. Weil ich denke einfach, der hat einfach, na klar, zu viel Öl im Ansaugtrakt gehabt. Und das heißt, Öl ist ja, wie bekannt, nicht komprimierbar. Ich gehe mal davon aus, dass Kolben, Pleuel oder Ventil, irgendwas wird wahrscheinlich Schrott sein. Aber das werden wir erst sehen, wenn wir den morgen weiter zerlegen werden. Wir machen jetzt erstmal Feierabend und morgen werde ich mir das Ding hier mal anschauen. Aber, was ich noch sagen wollte, im Großen und Ganzen ist es ja jetzt quasi eigentlich ein ganz normaler N57 D30. Also wie man den prinzipiell so kennt. Also 3 Liter, 2,5er mit die N57 sehen ja vom Grundprinzip, so wie sie jetzt aufgebaut sind, gleich aus. Gibt halt ein paar Unterschiede. Ölrücklauf zum Beispiel hier hat er jetzt am Block ja zweimal. Also die normalen N57 mit einem Turbolader, die haben natürlich nur einen Rücklauf. Dann gibt es hier noch die Wasserkühlung, wo diese Wasserrohre lang gehen für die Wasserkühlung vom Turbolader. Da gibt es zum Beispiel auch Blöcke, da ist ein Stopfen drin, also eine Schraube, hier ist ein Gewinde, da sitzt dann einfach eine M10 oder was da ist, glaube ich, drin, da ist das quasi zu. Ansonsten ist es von vorne und von der Seite und von hinten und von oben prinzipiell optisch erstmal ein ganz normaler 3 Liter Diesel, ist ja am Ende des Tages auch ein 3 Liter Hubraummotor, nennt sich ja quasi nur M50D, die haben das jetzt einfach nur so genannt, Modellbezeichnung. Ja, heißt, wir bauen das morgen auseinander und dann gucken wir uns den Gedöns mal an, wie das drin aussieht. Und dann sage ich einfach mal bis morgen. Bis.
So, wie ihr gesehen habt, habe ich das Ding jetzt mal hier zerlegt. Und ich muss ja jetzt erstmal feststellen, dass ich jetzt erstmal so keinen großen Schaden festgestellt habe. Aber, wie ihr gesehen habt, im sechsten Zylinder stand auf jeden Fall alles voller Öl. Und der erste Zylinder war furztrocken. Also sechster stand voll, fünfter war auch auf jeden Fall Öl. Und die anderen, ja sag mal so leicht. Ich meine, das ist ja eine Ansaugbrücke gewesen, also von daher. Jetzt haben wir hier den sechsten Kolben. Augenscheinlich sieht das Blau jetzt krumm aus, weil wie ja schon gesagt, ist ja Öl nicht komprimierbar. Das heißt, wenn das Öl jetzt im Brennraum ist und es ist alles dicht und das Öl kann nirgendwo hin, dann, oder es ist zu viel gewesen, dann geht natürlich irgendwann die Kraft auf das Pleuel und das Pleuel verbiegt sich. Also augenscheinlich sieht das jetzt so aus, als ob das Pleuel jetzt hier verbogen wäre. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mal hier mit dem ersten vergleiche, sieht das nur optisch, auf der Kamera kann man das wahrscheinlich sehen, nur optisch halt so ein bisschen aus. Daher werde ich die ganzen Pleuele vom Kolben montieren, also sowieso. Und werde die prüfen lassen, ob die alle noch in Ordnung sind und ob die alle Maß sind. Den Kolben werden wir auch auf jeden Fall mal reinigen. Aber ich denke, den werden wir ersetzen, weil der hier schon sehr, sehr angegriffen aussieht. Auch hier, also ich glaube, dieser Kolben, der ist einfach Schrott. Die anderen werden wir auch alle erstmal reinigen. Also die kommen erstmal alle ins Ultraschallbad und dann werden die erstmal alle geprüft, wenn sie sauber sind. Kolbenringe kommen dann natürlich neu. Lager sind eigentlich, im Prinzip sind die auch noch gut aus. Das heißt, theoretischerweise, sage ich jetzt einfach mal, könnte man die wahrscheinlich wieder verwenden. Aber das wäre an dieser Stelle jetzt blöd. Jetzt haben wir den ganzen Motor hier zerlegt. Das heißt, die machen wir natürlich auch neu. Mit den Hauptlagern sieht es natürlich genauso aus. Die sind eigentlich noch, ich habe jetzt gerade keinen Lappen, die sind eigentlich noch richtig super aus. Da müsste man die jetzt auch mal richtig sauber machen. So, was haben wir denn noch? Also, wir haben jetzt hier auch einen kleinen bekannten Unterschied zwischen dem A, B oder sagen wir jetzt einfach mal zwischen einem 530 und einem 550, was ja alles 3 Liter Basis ist. Bei dem Block, jetzt bei dem C-Block für den X550D sind die Hauptlagerschrauben zum Beispiel länger. Bei den normalen 3 Liter Diesel oder 35ern oder zum Beispiel X540 Diesel ist ja Grundbasis alles das gleiche, sind die Schrauben etwas kürzer. Da auf jeden Fall drauf zu achten, das heißt, wir können den Block jetzt nicht einfach tauschen gegen irgendeinen x-beliebig anderen. Dann haben wir noch auch das Problem oder beziehungsweise wo wir darauf achten müssen, Gehäusedeckeldichtung vom Steuerkettenkasten. Diese Dichtung muss auf jeden Fall auch wieder neu. Es gibt ja auch Motoren, da wird das mit Dichtungswasser eingesetzt. Bei den Motoren muss diese Dichtung wieder drauf, genau wie die Ölbahndichtung, weil der Grund an der ganzen Geschichte ist, vergesse ich die Dichtung jetzt oder lasse die jetzt weg, kommt der Deckel ja zum Beispiel, so dick wie die Dichtung ist, tiefer. Genau auch so mit der Ölwanne. Heißt, die Getriebeglocke könnte dann unten an den Schrauben in der Ölwanne nicht mehr richtig passen. Deswegen immer darauf achten, wenn Dichtungen drauf sind, auch wieder Dichtungen verwenden, jetzt nicht Dichtungsmasse nehmen, weil wie schon gesagt, es gibt Motoren, da wird die Ölwanne und der Gehäusedeckel mit Dichtungsmasse eingesetzt. Im Großen und Ganzen sieht das Ding ja eigentlich gar nicht so scheiße aus. Ölspritzdüsen habe ich auch schon rausgebaut, dann können wir noch mal kurz hier schauen. Hier ist der Zylinderkopf, hier kann man das auch sehen. Zylinder 1, total trocken und ab dann wird es total nass, auch bis nach hinten hin. Also 5 und 6 sieht auch richtig angegriffen aus. Also das ist alles hier eingebrannte Ölkohle. Ich denke, wenn man das jetzt hier ein bisschen wegputzt, dann wird das auch glatt unten drunter. Da müssen die Glühkerzen jetzt noch raus, aber das lassen wir die Firma Sandford machen, weil meistens reißen die ab. Das heißt, ich bringe die Köpfe immer direkt dann so dahin. Ventile alle raus, gegebenenfalls müssen alle Ventile neu, beziehungsweise wahrscheinlich auf den 2 Zylindern, weil sie wahrscheinlich krumm sind. Das werden wir dann entscheiden. Kurbelwelle bringen wir auch mit weg, die geht zum Peter. Die soll auf jeden Fall auch mal geprüft werden, ob die gerade läuft oder ob die irgendwelche Riefen hat oder wie auch immer. Der Rest wird eigentlich alles gereinigt, also wir werden erstmal alles reinigen, sowieso. Also Stirndeckel, Kurbelwelle, Zylinderkopf, Nockenwellenträger, Ölwanne, Pumpe, Ventildeckel, Block, Kolben, Pleuel, alles was so jetzt dazugehört, werden wir jetzt erstmal alles sauber machen. Und dann werden wir uns die Sachen nochmal angucken, wenn sie sauber sind. Weil so ist jetzt alles dreckig, so kann man jetzt eh nicht viel sehen. Ja, dann würde ich die Sachen jetzt, wie gesagt, erstmal alle waschen. Und dann werde ich sie zur Firma Sandford bringen. Das heißt, wir sehen uns, denke ich mal, erst wieder, wenn sie wieder da sind. In dem Sinne sage ich einfach mal, bis. So, also. Wir haben jetzt schon mal alles, oder beziehungsweise ich habe jetzt schon mal alles soweit vorbereitet und die hingelegt. Bei dem Pleuel ist es genauso gewesen, wie ich vermutet habe. An dem Zylinder, wo der am meisten Öl bekommen hatte, war ein Pleuel krumm.
Das habe ich jetzt schon weggetan. Die haben wir, wie gesagt, die sind auf Drehmoment gezogen und haben wir vermessen lassen oder jetzt auch erstmal selbst grob mal gemessen. Dann habe ich die beim Peter abgegeben, genau wie die Kurbelwelle. Und er hatte festgestellt, dass eins krumm war. Da habe ich jetzt noch eins gehabt, Gott sei Dank. Die Kolben haben wir auch alle checken lassen, die sind auch alle soweit in Ordnung. Da haben wir jetzt die Ringe runtergenommen, die können wir auch wieder benutzen. Kurbelwelle ist auch vermessen, einmal poliert in den plötzlichen Hauptlagern, die ist auch komplett gerade gewesen, also die war auch nicht krumm. Dann haben wir, hier sind die neuen Kolbenringe, die Ölspritzdüsen sind auch soweit neu, neues Ölsieb bekommt er auch. Ölpumpenkette, Ölpumpe ist zerlegt worden und gereinigt, die ist auch in Ordnung. Kopf ist auch gemacht, da war das Problem, dass wir tatsächlich ein Einlassventil krumm hatten. Da haben wir jetzt, mussten wir ein neues einbauen, aber die anderen sind alle ausgebaut gewesen, einmal gestrahlt. Ventilführung, Ventilsitze, alles in Ordnung. Auslass, Einlass sind vernünftig gereinigt worden. Kann man vielleicht mal kurz sehen. Da, also sie sieht jetzt richtig picobello aus. Kann man sehen? Ja, so kann man das auf jeden Fall lassen. So, dann Nockenwellen sind auch geprüft worden. Die habe ich jetzt schon wieder vormontiert. Also die sind hier abgewiesen. Da die ja hohlgebohrt sind, verziehen die sich auch meistens. Aber eigentlich immer nur dann, wenn es einen Kettenschaden gab. Aber das war jetzt nicht der Fall. Neues Kettenrad bekommt er auch. Dann haben wir Kettenführung. Ketten liegen auch schon mal alle hier. Alles soweit sauber gemacht. Stirndecke, Ventildeckel, alles sauber. Das heißt, hier sind noch die Dichtungsringe. Für die Bohrung, für die Injektorschächte. Die kommen von unten noch gleich dran. Die sind auch neu. Ja, dann haben wir noch den Motorblock. Den haben wir auch schon soweit gereinigt. Der war auch bei der Firma Sandford. Den haben wir einmal geholt. Der ist auch noch voll im Maß. Also alles wunderbar. Können wir alles so lassen. Wie gesagt, einmal nur mal durchgeholt und ein bisschen sauber gemacht. Gewaschen. Ah ja, genau. Eine Glühkerze war abgerissen. Aber gut, das war jetzt kein Hexenwerk, das passiert bei den Dingern ja öfters. Genau, was auf jeden Fall ganz wichtig ist zu beachten, wir haben jetzt hier einen N57 D30C aus einem X5 M50D. Das heißt, wir haben hier definitiv andere Pleuel. Da müssen wir auf jeden Fall drauf achten. Ihr könnt jetzt keine N57 Pleuel zum Beispiel aus einem 40D nehmen oder aus einem 3 Liter oder aus einem 535 oder so. Die Pleuel sind auf jeden Fall anders. Auch hier mal gut drauf zu achten mit den Punkten. Wenn ihr jetzt, sage ich jetzt mal, einen Pleuel habt, dann müsst ihr natürlich erstmal auf die Punkte achten, auf die Kennziffern. Und natürlich mit dem Kolbenbolzen kann man das jetzt mal grob einfach erstmal checken. Dann bauen wir den erstmal jetzt so zusammen. Das heißt, dann könnt ihr jetzt erstmal gucken und dann seht ihr, dass das auf jeden Fall schon mal passen würde. Also jetzt rein optisch. Natürlich muss man das natürlich vernünftig vermessen. Aber wir können jetzt, wie gesagt, nicht die Pleuel einfach quer tauschen. Ja, heißt, ich fange jetzt im Endeffekt erstmal an, die Kolben zu montieren, dann die Ringe drauf, Kurbelwelle einbauen mit den neuen Lagern. Die sind natürlich auch schon alle hier, das ist alles original BMW. Pleuel und Hauptlager, da auch wieder drauf zu achten. Es gibt natürlich ein gespattertes Lager, was in das Pleuel kommt und das andere kommt in den Deckel. Ist auch von der Montage, wie man schon sehen kann, von der Haltenase, könnte man es andersrum jetzt gar nicht einbauen. Das geht natürlich nur so. Ja, also im Großen und Ganzen war es auf jeden Fall einfach nur ein blöder Turboschaden. Blöder Schaden ist gut, die Turbolader hat der Kunde auch besorgt, aber da hat er leider nur Gebrauchte bekommen. Oder wollte nur Gebrauchte, er wollte jetzt keine neuen, er wollte jetzt nicht mehr so viel in das Auto rein investieren. Ich habe ihm eigentlich gesagt, normalerweise muss man das neu machen. Naja, genau. Da haben wir auf jeden Fall hier auch noch ein paar Dichtungen, ein paar Schrauben, ein paar Ringe, also alles, was für den Turbolader noch gebraucht wird. Das haben wir auch noch mal alles neu geholt, Leitungen und so ein Kram. Das heißt, wie schon gesagt, ich fange jetzt an, das Ding zu montieren, nehme euch wieder mit in einem Zeitraffer und guck mal, dass ich da vielleicht wieder eine Tonspur mit reinhaue. Ansonsten, ja, zieht es euch rein und dann sage ich mal, bis später. Bis.
So, fertig. Also, Rumpfmotor ist soweit zusammengebaut. Also, Rumpfmotor ist zusammen. Hier jetzt noch der ganze andere Anbauteil-Gedöns. Das kommt jetzt alles noch da an dem Motor dran. Insbesondere diese Turbolader. Das sind die gebrauchten Lader, die der Kunde jetzt besorgt hat. Die kriegen natürlich noch neue Dichtungen, neue Leitungen, neue Schrauben und. Ach ja, genau, Injektoren hat der Kunde auch noch neue besorgt, fällt mir gerade ein. Die hat er uns schon zugeschickt, die sind noch im Karton im Auto, die muss ich gleich noch rausholen. Ansonsten sieht das natürlich alles ein bisschen abenteuerlich aus mit diesem ganzen Gedöns. Also so viel ist es ja eigentlich nicht, aber wenn er gleich wieder zusammen ist, sieht das schon mal so ein bisschen kurios aus, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, ich würde einfach mal sagen, jetzt habe ich das schon wieder gesagt, ich sage es schon wieder, ich würde mal sagen und dann sage ich es nochmal und ich würde wieder sagen, dann sage ich es nochmal und dann sage ich es nochmal und dann sage ich es nochmal. Egal. Also, ich baue die Anbauteile jetzt dran und dann kann das Ding wieder auf die Achse, Getriebe dran und dann war das auch eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel. Partikelfilter und so muss er noch dran und dann kann er mit Achse reingelassen werden. Dann kann der Kunde diese Woche wieder mit seinem Fahrzeug durch die Gegend fahren. In dem Sinne, bis später.
So. Also, ihr habt gesehen, wie wir, oder beziehungsweise wie ich das Ding zusammengezimmert habe. Gab so ein paar Sachen, die ich nochmal einmal abbauen musste und wieder dran bauen musste, weil die hatten halt schon ein paar Sachen abgebaut, wo ich jetzt auch nicht ganz genau wusste, wegen zwecks Leitungsverlegung, Kabelverlegung. Hier ist noch der eine Stecker kaputt, den hatten die einfach abgerissen, den muss ich noch später reparieren, da habe ich schon einen neuen Stecker. Da muss ich noch die zwei Pinne wieder einpinnen. Das können wir aber machen, wenn der Motor drin ist. Ja, also wie schon gesagt, die Turbolader sind ja gebraucht vom Kunden gekommen. Das Ganze
Ansaugsystem, also alles, was mit diesen Rohren verbunden wurde, was habe ich alles abgebaut. Ladeluftkühler, auch hier hinten die Verrohrung, was zur Drosselklappe geht. Das habe ich alles reinigen lassen. Bei einer extra, also bei uns heißt es, das so eine, was ist das, eine Kühlerfirma. Genau, also die macht eigentlich Wasserkühler. Also die stellt auch noch richtig Wasserkühler her. Die repariert die auch noch. Also das ist noch richtig oldschool. Und also Klima- und Wassertechnik, sage ich jetzt einfach mal für Kfz-Bereich. Die haben da extra so ein was ist das, Reinigungsgerät, wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Die drücken das mit Druck da durch. Und wie gesagt, die haben uns die ganzen Sachen gereinigt, weil die natürlich richtig verkohlt waren. Der Partikelfilter wurde auch gereinigt. Den haben wir eingeschickt zum Reinigen. Allerdings hat der ganze Auspuff natürlich noch viel Öl drin. Das heißt, der Wagen wird wahrscheinlich noch qualmen wie Hulle, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also wir werden eine kleine Lokomotive noch haben, wenn der Wagen soweit fertig ist. Aber im Großen und Ganzen ist jetzt soweit eigentlich alles fertig. Hier müssen wir noch gleich eine Schelle rein drauf machen. Da muss noch ein Ölfilter rein. Aber wir wollen den Motor jetzt erstmal einmal. Und hier kommt theoretischerweise eigentlich noch so eine Stoffabdeckung, wie auch hier unten. Das kann man jetzt schlecht sehen, noch drum. Das ist eigentlich nur für die Geräuschkulisse, sage ich jetzt einfach mal. Und falls der, mir hat mal einer gesagt von BMW, das ist, falls der Riemen wegfliegt, dass der geschützt wird und nicht nach außen fliegen kann, obwohl der Motor im Motorraum sitzt. Also auch ein bisschen dämlich. Ja, diese Abdeckung ist nicht da. Da haben wir den Kunden auch gefragt, sagte er, komm, braucht man die unbedingt? Da sage ich, das brauchst du nicht, ne? Also kannst du auch weglassen. Also, die kommt weg, jetzt nicht wundern, warum sie nicht drauf ist. Hier war auch alles natürlich voller Öl und voll Diesel. Das haben wir jetzt auch alles soweit ein bisschen sauber gemacht. Da unten müssen wir gleich mit Bremsereinigung ein bisschen sauber machen. Aber im Großen und Ganzen ist das jetzt alles wieder schön und picobello. Motor habt ihr, wie ihr auch schon gesehen, ist jetzt einmal schön neu aufgebaut. Hier haben wir noch ein paar Klipse, die noch lose sind. Wir müssen, wenn der Motor eingebaut ist, auf jeden Fall alle Flüssigkeiten checken. Heißt, vorne am Vorderachsgetriebe, die Flüssigkeit müssen wir auf jeden Fall checken und nachfüllen. Automatikgetriebe müssen wir nachfüllen, weil da sind einige Sachen ein bisschen ausgelaufen. Und wir müssen auch noch alles andere einmal mal checken. Auch, dass wir das Fahrzeug noch ein bisschen zusammenbauen müssen. Da wurde der, Wischergestänge. Genau, die haben irgendwie Wischergestänge mit diesen ganzen Armaturen vorne, haben die alles ausgebaut. Keine Ahnung warum. Ich gehe mal davon aus, weil die das hier, also Ladeluftkühler, hier oben im eingebauten Zustand abgebaut haben und das ja quasi relativ eng da hinten sitzt und die keinen Platz gehabt haben, haben sie sich da ein bisschen Platz geschaffen und haben die ganzen Sachen halt ausgebaut. Das sollten wir auch noch hinkriegen und dann kann das Auto endlich mal wieder zum Kunden. Ja, jetzt klingt gerade das Telefon. Eine Sekunde. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir bauen den Motor jetzt noch ein, das zeigen wir euch jetzt nicht mit. Gibt zwar jetzt immer so ein paar Kommentare, die wir gelesen haben oder die auch ich gelesen habe, wo es halt hieß, es wäre schon mal interessant, mal wieder mal zu sehen, wie man einen Motor außen einbaut. Das kommt auf jeden Fall noch, das werden wir auf jeden Fall machen. Wir werden da jetzt mal ein bisschen anderes Video vielleicht machen, wo wir sagen, wir machen jetzt mal Motor aus- und Einbaugeschichte, dass man das halt mal so ein bisschen sieht. Aber ich finde zum Beispiel bei so einem Vierzylinder ist das uninteressant. Bei dem Motor ist es eigentlich jetzt auch nicht so interessant, weil es ist wirklich jetzt nicht viel. Das heißt, das Ding kommt jetzt wirklich rein, wird mit 6 Schrauben an der Achse festgemacht. Kreuzgelenk kommt drauf, dann kommen halt ein paar Wasserschläuche, die sind reingesteckt und die Kabel kommen ins Steuergerät. Das ist jetzt wirklich nichts Abenteuerliches, sage ich jetzt einfach mal. Interessant ist ja eigentlich Motorgeschichte, das ist ja eigentlich unser Hauptbestandteil, das wir hier eigentlich jeden Tag machen. Das wollen wir euch zeigen. Wir werden natürlich in Zukunft auch mal gucken, dass wir ein paar andere Videos machen, aber das ist unser Schema, Motor, Instandsetzung und das wollen wir versuchen euch zu zeigen und auch natürlich in Zukunft immer zu gucken, dass wir es immer ein bisschen mehr und mehr ins Detail gehen, dass wir euch ein bisschen immer mehr zeigen, auf was muss man achten, was muss man beim Zusammenbau achten, was sind die Macken und Krankheiten von den Motoren. Das versuchen wir euch da irgendwo ein bisschen wiederzugeben. Deswegen sage ich einfach, Einbau muss man jetzt oder Ausbau muss man jetzt nicht unbedingt filmen. Das kann man sich ja irgendwo bildlich vorstellen. Also bei dem zum Beispiel, klar, wie man schon sieht, der Motor wird mit Achse ausgebaut. Bei allen 8-Zylindern zum Beispiel oder gerade bei Allradfahrzeugen wie bei dem, Motor immer mit Achse raus, also machen wir so. 6-Zylinder im Endeffekt Benzinmotoren, 8-Zylinder auch alles mit Achse raus. Die einzigen, die momentan eigentlich immer nur nach oben rausgehen, sind eigentlich die 4-Zylinder. Ansonsten geht theoretischerweise eigentlich alles nach unten raus. Ja, also, viel dumm gequatscht, bauen wir das Ding ein und wir sehen uns beim Starten wieder. Und dann sage ich einfach mal, bis später.
Also, der N57 im X5 ist jetzt eingebaut. Wir haben jetzt auch soweit alles dran. Haben Wasser schon eingefüllt, Öl eingefüllt. Klimaanlage müssen wir noch befüllen. Dann müssen wir hier noch ein Kabel vom Temperatursensor reparieren. Das ist ja das, was die andere Firma hier anscheinend irgendwie kaputt gemacht hat. Aber das ist, wie gesagt, jetzt nicht so tragisch. Da müssen wir Luftfilterkasten noch zusammenbauen. Die ganze Verkleidung und so einen ganzen Kram müssen wir auch dran bauen. Hier der Scheibenwischermotor, der ist auch ausgebaut gewesen, plus diese ganze Halter. Wissen wir jetzt zwar nicht, warum die das abgebaut haben. Ich gehe mal davon aus, weil die ja schon im eingebauten Zustand Ladeluftkühler, Injektoren und so einen ganzen Kram schon rausgeholt haben. Haben die sich wahrscheinlich ein bisschen Platz geschaffen und haben diesen Kram da ausgebaut. Das hatten wir jetzt vorab schon wieder eingebaut, weil wir jetzt nicht ganz genau wussten, ob das uns stört, sage ich jetzt einfach mal. Ja, dann können wir den gleich mal starten. Was ich natürlich ein bisschen traurig finde, das Auto hat gerade mal 133.000 Kilometer gelaufen, habe ich gerade gesehen. Da natürlich jetzt schon ein Turboschaden, ist natürlich schon bei einem 100.000 Euro Auto, finde ich schon eigentlich eine Frechheit, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Naja, was wir mal machen. So, starten wir mal den Hobel. Hier, 133.000, das ist natürlich nichts, ne? Wenn man mal so überlegt. So, dann starten wir den Hobel mal. Läuft schon mal. Und er zischt jetzt ein bisschen, weil wir den Luftfilterkasten natürlich da dran haben. So läuft er jetzt schon mal soweit ganz gut. Damit ihr hier seht, noch ein paar Fehler drin. Bremssystem, müssen wir gleich mal gucken und mal auslesen, was da noch los ist. Abstandswarner irgendwie defekt. Dann hat er hier noch Personenwarner. Also jetzt sind 1000 Sachen. Kühlmittel müssen wir noch ein bisschen nachfüllen. Deswegen lassen wir den jetzt auch nachziehen. Lassen wir den jetzt auch nicht so lange laufen. Getriebe, wie gesagt, da müssen wir gleich nochmal schauen. Vielleicht ist die Notentriegel noch drin. Ja, jetzt klingel hier nicht so rum. Ja, also das ist schon mal positiv, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt noch ein paar Sachen zu tun. Aber wie gesagt, das ist jetzt ja nicht mehr allzu viel. Wie gesagt, die Getriebefehler, müssen wir mal schauen, was da los ist. Vielleicht liegt es jetzt noch an der Notentriegel, die noch drin ist. Weil, wie gesagt, Stecker und so, das ist eigentlich alles drauf. Von daher müssen wir einfach mal gleich Fehler auslesen. Das war jetzt ja vom Starten her, haben wir das jetzt natürlich noch nicht getan. Wir machen jetzt sowieso gleich erstmal Fehler einmal löschen, dann nochmal auslesen, nochmal laufen lassen, gucken, wo die ganzen Fehler noch sind und dann müssen wir mal schauen. Ja, dann war es das schon mit der Geschichte. N57 war, denke ich mal, auch wieder so etwas lehrreich mal zu sehen. Macht ja mal, oder sieht man jetzt auch nicht jeden Tag, wie alles so funktioniert, gerade auch mit dieser ganzen Turbolader-Geschichte und diese ganze Unterdruck und Kabel und was nicht alles da dazugehört. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, hat euch das Video gefallen, lasst einen Daumen da, lasst ein Like da, lasst alles da, was ihr wollt. Was kommt jetzt wieder zum Schluss? So wie immer, hat euch das Video nicht gefallen, guckt den Scheiß einfach nicht an. Aber wie gesagt, ist eh zu spät, also von daher eh egal. Also, in dem Sinne sage ich einfach mal Peace und wir sehen uns beim nächsten Mal.